Mario, am Sonntag geht's los mit der wichtigen Woche für Rapid. Salzburg, Genk und dann Sturm Graz. Wie bereitet man sich auf so eine Woche vor? Ja, wir bereiten uns natürlich professionell vor. Wir haben aber jetzt nur das nächste Spiel im Kopf, weil das ist Salzburg auswärts und da wollen wir versuchen, das Bestmögliche rauszuholen und am besten mit 3 Punkten zurück nach Wien fahren. Wie erwartest du den Gegner Salzburg, die vorige Runde auch verloren haben? Als Salzburger wissen wir ungefähr, wie sie spielen. Das sind halt, wir wissen noch nicht, welche Spieler am Platz stehen, aber der Spielstil wird von Red Bull sicher nicht verändert werden. Wir wissen, dass sie pressen wollen, sie wissen, dass sie schnell in die Tiefe spielen. Da müssen wir versuchen, dagegen zu arbeiten und unser Spiel durchzuziehen und die Möglichkeiten nutzen. Jetzt war das die erste Woche unter einem neuen Trainer, unter Damir Kanadi. Wie ist dein persönlicher Eindruck vom neuen Trainer? Ja, guter Eindruck. Also wir haben noch ein bisschen Annäherung natürlich, weil wir ja alle Trainer noch nicht kennen, aber es funktioniert gut. Das Training ist sehr, sehr gut, ist hochprofessionell und sie arbeiten sehr, sehr gut. Und ja, wir Spieler versuchen das umzusetzen und es wird in den nächsten Trainingseinheiten immer mehr und mehr werden. Und ja, so schaut es derzeit aus. Wie ist dein persönlicher Eindruck für deine Situation? Was glaubst du, wie wird es mit dir weitergehen? Du hast in den ersten 3 Monaten ja nicht sehr viel spielen dürfen. Ich glaube, das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft erfolgreich sein. Es geht da nicht um meine Person, es geht da einfach um die Mannschaft, um jeden einzelnen Spieler. Wir müssen versuchen, als Team aufzutreten und gemeinsam Siege feiern.